Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Figurata. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Figurata. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es dann noch ein kleines Fazit. Figurata ist ein weiteres Spiel von Ten Traders. Ja, das sind Händler, die haben sich zusammengeschlossen, teilweise Spielautoren, und die haben in der Vergangenheit durchaus bewiesen, dass sie erfolgreiche Spiele herausbringen, weil oftmals bekommt man die Spiele fast nur im Handel, teilweise mittlerweile auch über die unten genannten Links, da müsst ihr immer mal schauen, abhängig natürlich, wann ihr das Video schaut. Yomo ist ja ein sehr, sehr gutes Kartenspiel, nach wie vor bei uns sehr beliebt. Michael Palm, Lukas Zach, auch Ten Traders, aber in dem Video geht es nicht um Yomo, es geht nicht um ein Kartenspiel, es geht um ein ganz anderes Spiel, Figurata. Ich möchte es euch zeigen, Aufbau, Ablauf. Es gibt dann abschließend ein Fazit. Autor ist der Thomas Singh. Es ist ein Spiel für die Jüngeren und man muss mindestens zu dritt sein und angegeben zeitlich ist es mit etwa 30 Minuten. Man muss also gewisse Bewegungen durchführen. Es ist quasi auch ein Teamspiel. Es gibt auch Varianten, aber die klassischen Abläufe zeige ich euch jetzt erst einmal in diesem Video. Aufgebaut habe ich es bereits und ihr ahnt vielleicht schon ein bisschen, was es geht, weil die Karten ganz zufällig von der Seite, die habe ich hier platziert, die Farben spielen jetzt weniger eine Rolle. Wichtig ist hier, was man sieht anhand der Bewegung, und die Zahlenchips, die habe ich jetzt auch schon platziert von 1 bis 25. Jeder bekommt jetzt von diesem Block ein Blatt, da trägt man die Namen der Mitspielenden dann ein, und es geht natürlich darum, in diesem Spiel Figuren abhängig von der Karte beziehungsweise von der Vorgabe nachzuformen, nachzumachen, sich je nachdem zu verrenken, je nach Karte, und hoffentlich kommen auch die Mitspieler auf die Lösung. Das heißt, eine Person beginnt, man mischt diesen Stapel mit diesen 25 Karten und zieht dann vier Karten. Die vier Karten, die legt man am besten neben sich dann aus. So, und bin ich am Zug, dann habe ich meine erste Karte gezogen, schaue sie mir an und schaue natürlich, was ich nachmachen muss. Und bevor die Mitspieler jetzt mir alle in die Augen schauen und schauen, auf welche Karte ich jetzt blinzel oder schaue, kann man gegebenenfalls diese Brille nutzen. Wir haben sie bisher gar nicht genutzt, dass man einfach hier quasi ein Muster vor sich hat, dass man es nicht unbedingt von den Augen erkennt. Ist eine schöne Beigabe, braucht man nicht unbedingt. Ich schaue mir, wie gesagt, erst einmal die ganzen Formeln an, die Zahlen, dann schaue ich mir dann an. Und da lasse ich mich auch nicht verleiten von meinem Mitspielenden. Vielleicht schaut ihr mir jetzt auch gerade in die Augen, da erkennt man nichts. Da wisst ihr nicht mal, welche Zahl ich jetzt habe. Und anschließend habe ich jetzt meine Figur dann ausgewählt und mache die dann nach. Die Mitspieler sind jetzt gefragt und versuchen natürlich, die Zahl herauszubekommen, die ich jetzt mit meiner Form oftmals im Stehen. Ihr steht am besten hier. Ihr seht es ja auch von der Perspektive. Er steht hier direkt davor von dem Mitspiel und macht ihnen die Figur danach. Und die Mitspieler, die müssen jetzt versuchen, die Zahl herauszubekommen. Was macht denn der Jörg jetzt nach? Wer am schnellsten ist, beziehungsweise wer zuerst eine Zahl eingetragen ist, der meldet sich, weil dann darf man sie noch ein Kreuzchen machen. Unter Umständen bekommt man einen Extrapunkt, wenn man später richtig liegt, wenn man als Schnellster quasi korrekt erraten hat, was ich denn hier nachgeahmt habe. Das Ganze mache ich viermal. Jeder ist nämlich immer dran. Jeder muss viermal solche Figuren danach machen. Aber ich ziehe dann die zweite Karte, mache dann die zweite und das notierte hier auf dem Plan. Für was gibt es das Punkte? Naja, ich kann maximal, wenn ich mal an, ich würde jetzt hier vier Figuren nachmachen, maximal vier Punkte bekommen. Weil in jeder Runde hoffe ich, dass zumindest eine Person dabei ist, die quasi meine Figur errät. Das heißt, maximal vier Punkte kann ich bekommen. Die Mitspieler bekommen natürlich auch einen Punkt, wenn sie korrekt erraten haben. Und ja, wer am schnellsten ist, der kreist sich hier unten natürlich die erste Zahl dann ein, sofern es korrekt ist, sofern also man am schnellsten ist und die korrekte Zahl mir zugeordnet hat, nehme an, ich wäre aktive Person, dann kreist man auch das nächste Feld ein. Das sind die Punkte, die man bekommt, in der Anleitung auch übersichtlich dargestellt. Und dann ist die nächste Person dran, wieder vier Karten, zufällig gezogen, macht das wieder nach. Ihr könnt dann jederzeit mischen, es gibt eine riesen Auswahl an Karten. Manchmal ist es ja, ein bisschen einfacher, ein bisschen schwieriger. Ihr seht auch die Anordnung quasi vom Kopf gehen, ist ein bisschen leichter, ein bisschen schwieriger. Da gibt es unterschiedliche Karten, unterschiedliche Möglichkeiten. Die könnt ihr auch mischen, wie ihr dann einfach das wollt, rumdrehen, sodass ihr immer eine gewisse Auswahl habt. Übrigens, auch das Raster mit 5x5 müsst ihr in dieser Form nicht einhalten. Ihr könnt auch ein Raster, ein breiteres Raster bilden, je nach Platzverhältnisse. Oder ihr könnt weniger Karten nehmen, je nach Alter des Kindes. Also mittlerweile, ich glaube, es stehen in der Anleitung auch ein paar Varianten drin. Gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ja, und war jeder mal am Zug, hat jeder quasi vier Figuren nachgemacht, dann
rechnet ihr die Punkte zusammen. Jeder, man vergleicht es miteinander, rechnet dann die Punkte natürlich zusammen. Und wer dann die meisten Punkte hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich bei einem kurzen Fazit von Figurata, ein Spiel aus dem Hause Ten Traders vom Autor Thomas Singh. Ja, mal wieder ein ganz anderes Spiel, mal wieder ein ganz anderes Video. Ja, ihr hättet euch sicherlich die eine oder andere Animation hier an dieser Stelle gewünscht, aber ich denke, aufgrund der kurzen, knackigen Abläufe wisst ihr sicherlich Bescheid, ob das was für euch ist, weil es ist natürlich ein sehr spezielles Spiel. Auch bei uns, da gibt es Runden, da fällt es ganz klar raus, das würde ich auch gar nicht auf den Tisch holen, aber da gibt es auch durchaus Runden mit Jüngeren, wo man das gerne holt, hat vielleicht eine kleinere Gruppe, Kindergarten, Schule, Grundschule, möchte sowas machen. Ohne jetzt sich hier in irgendeiner Art zu blamieren, weil es geht ja um Schnelligkeit. Es geht um zuordnende Figuren und da muss man natürlich die eine oder andere Verrenkung machen. Also ein sehr spezielles Spiel, pädagogisch in gewisser Richtung sicherlich einsetzbar. Und genau deswegen habe ich gedacht, stelle ich auch euch so ein ungewöhnliches Spiel einmal vor. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt, ich habe es in verschiedenen Gruppen gespielt, aber bei manchen Gruppen, da wusste ich, da hole ich es gar nicht auf den Tisch, weil das passt einfach nicht und das sollten definitiv Gruppen sein, auch mit Kindern. Das ist der erste Punkt und deswegen steht hier auf der Rückseite auch korrekt drauf, ab 6 Jahre. Durchaus ein Spiel, auch schon für 4-, 5-, 6-Jährige. Die Kinder darf man der heutigen Zeit nicht unterschätzen. Viele Kinder sind fit, 6 Jahre hat man draufgeschrieben, das passt, aber teilweise durchaus die 5-Jährigen, wenn sie sich das anschauen, wenn sie die Bewegung machen, das ist auch sehr witzig, hätte auch der eine oder andere Bild noch einblenden können, aber ja, aufgrund der Kinder natürlich nicht möglich, euch da noch so viel zu zeigen, aber ihr könnt es euch vielleicht erahnen, vorstellen, dass es teilweise sehr witzig zugeht, wenn man gewisse Figuren dann auch formt und macht und das natürlich erraten muss. Von den Abläufen sehr schnell erklärt, aber Zielgruppe sind ganz klar die Kindergruppen, je nachdem reine Kindergruppen und da hat es aus einer Erfahrung, die ich gemacht habe, auch am besten funktioniert und da muss man wirklich die Zielgruppe sehen, da funktioniert es und da macht es Spaß. 3 mehr Personen muss man sein. Klar, man kann es auch zu zweit machen, macht aber wenig Sinn. Schon allein von der Punktevergabe, die jetzt hier vorgegeben wird, solltet ihr mindestens zu dritt sein. Das kann man aber locker mit 5, 6, 7 Personen dann absolvieren. Ihr könnt eine kleine Runde spielen, aber jeder will natürlich mal dran, gerade bei den Kindern, und will es dann selber mal nachmachen. Und dann hat man sicherlich seinen Spaß, abhängig von der Gruppe, weil es ein wirklich sehr spezielles Spiel ist, was gerade mal 30 Minuten geht. Ich denke, aufgrund der Information wisst ihr sicherlich, ob das was für euch ist, für eure Gruppe. Vielleicht seid ihr Jugendleiter, Jugendleiterin, habt eine Gruppe zu betreuen, vielleicht im Kindergarten. Gibt es da Möglichkeiten, durchaus ein Spiel für die Vorschule, also mit Beginn erst Ende Kindergarten beispielsweise ein Spiel, wo man Spaß hat an Bewegung, gewisse was zu machen. Und dafür sehe ich es, dass die Zielgruppe, und da habe ich jetzt quasi in der einen Gruppe auch die beste Erfahrung gemacht. Und das ist aus meiner Sicht die Zielgruppe. Mal wieder ein ganz anderes, ungewöhnliches Spiel, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht habt ihr schon gespielt, vielleicht seht ihr auch ganz andere Gruppen, vielleicht ist es auch durchaus was für eure Gruppe, das ist nur mein Eindruck, den ich bekommen habe in unseren Partien, was für euch, ihr dürft es gerne kommentieren. Ansonsten bekommt ihr das Spiel, ja klar, bei den Händlern vor Ort, meistens könnt ihr sicherlich auch mal die Händler vor Ort unterstützen, ich sage es ja in jedem Video, es bleibt euch überlassen, ob er zum Händler geht oder über die unten genannten Links, nicht jeder hat den Händler vor der Haustür, ich fahre auch viele, viele Kilometer, bis ich bei einem Händler dann bin, das muss man einfach rechnen, umrechnen, was sich lohnt, auch preislich natürlich, aber das wisst ihr für euch zu entscheiden, die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch und das war es auch zu allen Informationen zu Figurata, ein Spiel von Ten Traders, Thomas Singh, der Autor und ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht, scheint auf jeden Fall bisher sehr erfolgreich zu sein, sonst hätte man sicherlich auch nicht Yomo veröffentlicht, das Spiel läuft aus meiner Sicht richtig gut und jetzt quasi ein weiteres Spiel und ich kann mir vorstellen, die Reihe geht durchaus weiter, je nach Erfolg natürlich des Spiels, das ist natürlich mal was ganz anderes. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.